Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum, zu der heutigen Veranstaltung. Die Veranstaltung heute Abend ist im Rahmen der Ausstellung im Historischen Museum Frankfurt und der NS. Ist also eine Kooperation mit dem Historischen Museum und eine Kooperation mit der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Und wir zeigen so einmal im Monat zeigen wir einen Dokumentarfilm mit Diskussion hier im Rahmen der Ausstellung, und im Mai werden wir auch noch eine Filmreihe mit Filmen aus der NS-Zeit zeigen, immer dienstags 18 Uhr, auch mit wissenschaftlichen Einführungen. Zum heutigen Abend. Ich freue mich sehr, dass wir Malte Rauch heute Abend hier zu Besuch haben. Ich freue mich, dass ich kommen durfte und dass wir kommen durften. Ja, genau. Wir zeigen heute Abend die Rollbahn von 2003. Der Film ist immer mal wieder hier in der Gegend gelaufen, ist aber nach wie vor, also hat immer wieder seine Wichtigkeit und ist gut, dass er nach wie vor häufig zu sehen ist. Und Malte Rauch ist unabhängiger Filmemacher. Sehr unabhängig, vor allem vom Geld. Genau, das ist meistens damit verbunden, ja. Aber das hat auch seine Vorteile, weil man dann doch das machen kann, genau. Was man will. Ich freue mich, dass das letzte Mal musste ich hier auf dem Bildschirm erscheinen, weil ich nicht geimpft war oder so. Ja, genau. Und dann habe ich eigentlich niemand erkannt. Und ich dachte, heute erkenne ich endlich mal die Leute, die hier sind, aber ich erkenne sie wieder nicht, weil jeder eine Maske auf hat. Deswegen eine Frage, ist jemand von der FH hier? Studentin von der FH? Nee. Okay, die kommen, glaube ich, da war irgendwie eine falsche Zeitansage. Wahrscheinlich kommen die später, wenn überhaupt. Ja. Okay. Gut, dann schauen wir den Film und danach gibt es noch Gespräche. Ja. Ich möchte auch ganz herzlich Eva Vosen begrüßen, die ich vorhin noch gar nicht erwähnt hatte. Sie ist auch hier, sie war auch angekündigt, aber ihr geht es heute leider nicht so gut, deswegen möchte sie ein bisschen im Hintergrund bleiben, aber wir können gerne auch später nochmal eine Frage an dich richten oder so. Sie steht nicht gerne hier vorne, ich eigentlich auch nicht, aber mir geht es nicht ganz so schlecht, deswegen stehe ich jetzt hier. Aber ich denke, also ich will ja immer zwischendurch rausgehen, aber jetzt bin ich wieder die ganze Zeit da geblieben, wir beide, um zu gucken, ob es keine technischen Fehler gibt. Und dann hat man das Gefühl, man müsste den Film eigentlich nochmal neu machen und ganz anders. Ja. Das ist sehr anstrengend. Ja, gut, aber genau, er ist natürlich zu einer Zeit entstanden und damals zu der Zeit war das, habt ihr wahrscheinlich das gemacht, was man zu der Zeit zeigen konnte. Das wäre vielleicht auch meine erste Frage, obwohl ich jetzt nicht genau weiß, wie sehr oder wie weit habt ihr das Thema dann weiterverfolgt, Sie haben mir gesagt, dass die Schülerinnen dann jedes Jahr sich weiterhin um diesen Weg und das alles kümmern. Kannst du ein bisschen was erzählen, was nach dem Film sozusagen passiert ist, wie weit die Arbeit weitergegangen ist, die Aufarbeitung, wie sehr der Kontakt dann auch zu den Frauen erhalten geblieben ist. Ich nehme an, dass sicher einige heute nicht mehr leben. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Ich meine, es ist natürlich auch schon alles lange her, aber... Ja, es gibt eigentlich kaum noch Überlebende, aber das Schöne ist, dass vor zwei Wochen ist eine der Frauen aus Mürfelden, die nicht im Film vorkommt, aber die irgendwann den Film gesehen hat und dann gesagt hat, da war ich auch. Und die in Rennes jetzt lebt, in der Bretagne. Und dort haben wir dann den Film auch gezeigt. Wir waren da eingeladen und jetzt vor zwei Wochen ist ein Platz in Rennes nach ihr benannt worden. Und das ist eigentlich ein schönes, schöne Erinnerung noch. Und ist jetzt, ich glaube, 96, ja. Und Aber sonst, zum Beispiel, wir hatten lange Kontakt mit der Vera Dothan, die damals 13 war und die auch. Sie hat eigentlich den Film abgenommen, wie man so
unter Fachleuten spricht eigentlich die Redaktion, nimmt den ab und sagt dann, man müsste alles verändern. Und dann kommt man eine Woche später, hat nichts verändert. Die sagen dann, wunderbar jetzt. Und wir haben das aber von der Vera und dem Mickey, ihrem Mann, abnehmen lassen. Und dann hat sie zu unserem Erschrecken gesagt, sie findet den Film irgendwie nicht gut oder so ähnlich, also war ziemlich negativ. Und dann haben wir gesagt, ja, was denn ihre Kritik wäre. Und da gab es einen Satz von ihrer Mutter in dem Film, die gesagt hat, dass sie jetzt, also vorher hat die SS oder die Leute von Züblin, es war die Organisation Tod, haben die Frauen geschlagen und dann haben sie von den Frauen in der Küche gefordert, dass sie die Leute jetzt schlagen. Und das hat ihre Mutter erzählt und das hatten wir nicht reingenommen. Und diesen Satz hat sie enorm vermisst. Und dann haben wir gesagt, kein Problem, den nehmen wir natürlich rein. Und nachdem wir den reingenommen haben, hat sie gesagt, das ist ein ganz wunderbarer Film. Den müsst ihr überall auf der Welt zeigen. Und war sehr zufrieden damit. Ja. Zum Glück hatten wir nachgefragt, ja, weil der Schreck sitzt mir jetzt noch in den Knochen, dass sie am Anfang den irgendwie nicht gut fand. Ja. Wie weit hattet ihr jetzt den Film auch begleitet oder wann hattet ihr davon erfahren, dass die Frauen nach Deutschland kommen sollen? Oder genau, zu welchem Zeitpunkt seid ihr sozusagen damit eingestiegen oder habt ihr von dem Thema überhaupt erfahren? Was meinst du jetzt? Also ja, man hat es den Eindruck, ihr habt den Film jetzt über eine längere Zeit auch begleitet sozusagen. Ja, ja. Wie seid ihr sozusagen zu dem Thema gekommen und wie stark wart ihr eben auch, wie weit wart ihr da involviert auch? Ja, wir hatten relativ früh ging eben dieses Gerücht, dass es da Frauen im Wald gegeben hätte, die da umgebracht wurden, nachdem also gesagt wurde, schwangere Frauen, also dass es überhaupt da Frauen aus Auschwitz gab und dass die eben die schwangeren Frauen dann gesondert behandelt werden sollten, eben besser waren, dass sie alle erschossen wurden an der nächsten Ecke. Und das war so eine Geschichte, wenn man die mal gehört hat, dann verlässt die einem nicht mehr. Und da hieß es aber immer wieder, das ist kommunistische Propaganda und da ist überhaupt nichts dran. Und irgendwann haben wir gelesen, dass diese drei Jugendliche eben da andere Spuren gefunden haben und dann waren wir auch immer wieder mit anderen Sachen beschäftigt und als dann hieß, die Frauen kommen nach Frankfurt, haben wir halt gesagt, jetzt müssen wir irgendwas machen, also das zumindest erstmal drehen und so. Aber danach, nachdem der Film fertig war, war eigentlich eine ziemlich gute Erfahrung. Also erstmal wurde der in einem Kino in Waldorf selbst gezeigt und da gingen dann, die Schulklassen wurden da mehr oder weniger erstmal hinbeordert, zum Teil also von ihren Lehrern und so. Und aber der Kinobesitzer hat gesagt, weil in diesem Kino gab es vorne eine Bar, das habt ihr hier jetzt außerhalb, aber die hatten das im Kino und dann sind die Jugendlichen immer eigentlich nach vorne haben Popcorn gekauft und das da rumgeworfen und so. Und er sagt, zum ersten Mal bei diesem Film haben die noch die ersten 10 Minuten oder was, waren die sehr unruhig. Und einige haben uns auch hinterher gesagt, wir dachten, es ist ein Spielfilm, es ist ja ein Dokumentarfilm. Mhm. Aber der Kinobesitzer sagt, er hat es noch nie erlebt, dass die dann ziemlich schnell, dass alles ganz ruhig geworden wäre. Und kein Mensch mehr Popcorn gekauft hätte und schon gar nicht mehr geworfen hat. Und das haben wir dann auch, es gab dann Schulfilmwochen, also in der Stadt, und haben immer wieder festgestellt, dass Jugendliche enorm fasziniert sind. Ja. Und das hat uns überrascht, aber auch gefreut. Ja. Aber ich nehme an, das hängt auch damit zusammen, dass eben im Film selbst es auch Jugendliche sind. Ja. Und dann haben also in Frankfurt waren dann Schulklassen nochmal da. Ich glaube, es haben insgesamt 1000 Jugendliche hier gesehen. Und dann waren wir in Ungarn. Und das war auch ein sehr schönes Erlebnis. Da war eine ganze Delegation mit dem Bürgermeister von Mörfelden-Walldorf und die Clara Strompf und so. Und die Ungarn hatten eine ungarische Fassung gemacht. Und als wir die gesehen haben, sind wir vor Schreck fast tot umgefallen, weil das war eine Kopie von der Kopie. Es war kaum noch Farbe drin
Und die haben ungarische Untertitel auf einem Band unten drunter. Da war ungefähr ein Drittel vom Film war weg. Und die haben gedacht, das ist ja alles ganz schrecklich. Und haben uns entschuldigt nachher in der Diskussion. Die Leute wussten überhaupt nicht, von was wir reden. Ja, und sie sagten, das war doch alles ganz wunderbar und so. Also die waren einfach von der Geschichte dann auch. Und dann sind Frauen, haben sich in der Diskussion nachher gemeldet und haben gesagt, sie wären auch dort gewesen. Und sie würden zum ersten Mal sehen in diesem Film, was da überhaupt, wo sie waren und was die Zusammenhänge waren. Und in Israel auch haben sich Frauen gemeldet, die vorher, also von denen niemand wusste, dass sie überlebt haben. Und das war, haben wir mit dem Film dann öfters erlebt. Ja, ja, es war wahrscheinlich auch sehr schwierig, irgendwie überhaupt die Frauen ausfindig zu machen, wenn die eben so ja, über der ganzen Welt vertreten hat. Ja, wenn es schon, wenn es Fragen gibt. Ich wollte erst mal sagen, das ist ein ganz wichtiger, ganz großartiger Film, leider zeitlos in gewisser Weise. Mich würde interessieren, wie die Firma Züblin auf den Film reagiert hat oder ob sie überhaupt reagiert hat, ob es da ja, Entwicklungen gibt. Ich habe das nicht verfolgt. Ja, wie sie reagiert hat, haben wir im Film gesehen. Ja. Was ich immer bedauere, ist, dass der Film wurde ja also erstmal nur durch Filmförderung finanziert und der WDR hat sich dann am Ende hat sich beteiligt und hat es auch gesendet, allerdings wie üblich bei solchen Filmen spät nachts. Und der Hessische Rundfunk musste irgendwie noch dazu gezwungen werden, mehr oder weniger, den zu zeigen und es war, glaube ich, irgendwo um Mitternacht. Und ich denke mal, dass, und man sieht jetzt Züblin überall in der Stadt, ja, letztens war sogar eine Historikerkonferenz, die die Aufarbeitung der Nazizeit sich auf die Fahne geschrieben haben, ganz stolz berichtet haben, was sie alles machen. Und das Ganze fand unter einem Kran statt mit riesig Züblindorf. Und letztens habe ich ein Foto gesehen auch von unserem Oberbürgermeister mit dem AGB-Vorsitzenden, die standen auch unter Züblin-Schild. Und ich denke, wenn der um 7:45 im ersten Programm oder im zweiten, also zu irgendeiner Sendezeit, wo die Leute gucken, gesendet worden wäre, dann wäre sowas nicht möglich. Ja. Also dann wüsste zumindest der Oberbürgermeister und vielleicht auch einige Geschichtsexperten, was es mit Züblin auf sich hatte. Aber die haben, ich meine, die mussten in diesen Fonds einzahlen, nachdem also irgendwie die deutsche Industrie in Amerika gab es ganzseitige Anzeigen, die geschrieben haben, was Mercedes-Benz und Siemens und andere da verbrochen haben und dass sie sich weigern, in diesen Entschädigungsfonds einzuzahlen. Und da haben die irgendwie aus Angst vor Geschäftsverlusten, haben die dann gesagt, okay, wir zahlen ein. Und Züblin hat dann auch eingezahlt, aber völlig anonym, ohne irgendwie das zu diskutieren oder sich mit den Leuten, das haben wir im Film gesehen, ja. Ja, doch so ein bisschen den Eindruck hatte, immerhin hat das ja schon ein bisschen was bewirkt, irgendwie, dass auch die Zeitung geschrieben haben und dass sich Züblin dann auch mit ihnen getroffen hat, obwohl es eben ja eigentlich ja, eher fast eine Farce war. Aber, war eine relativ also, kurze Sache, ja, da war einmal eine Nachrichten und sowas. Ja, ja aber es gibt sicher viele Experten hier im Publikum. Wir müssen nicht nur hier vorne reden. Die Eva hat sich ganz nach hinten verkrümmelt. Ihr habt vorhin zu Anfang gesagt, dass man diesen Film heute vielleicht anders machen würde. Warum? Das habe ich nicht verstanden. Ich finde ihn genau richtig. So. Ja, ich meine, du machst Rundfunksendungen, wahrscheinlich hast du dasselbe, dass du am Ende immer denkst, es ist vielleicht doch nicht so gelungen, man müsste noch dran weiterarbeiten oder man müsste irgendwas anders machen, ich weiß es nicht. Also es war ja eigentlich ein Wunder, dass wir das überhaupt hingekriegt haben, weil das sind ja so viele Stränge, also einmal die Stadt Mörfelden-Walldorf, die Geschichte der Frauen. Wir haben in Israel, glaube ich, 4 oder 5 Frauen interviewt, Überlebende,
Und da war jedes Interview war so zwischen, ich würde mal sagen, zwischen 30 Minuten und anderthalb Stunden. Und eigentlich hätte man kein, wollte man kein Wort von dem, was die gesagt haben, weglassen. Ja. Und jetzt, und dann noch die Geschichte halt, mir fällen die Schülerin und das alles in 90 Minuten. Irgendwie haben wir am Anfang gedacht, das kriegen wir nicht hin. Und der Effekt war auch, die ersten Fassungen waren tatsächlich langweilig. Also das kann man sich kaum vorstellen, aber alle haben gesagt, was ist denn das für ein Film? Und man hat gemerkt, Leute haben sich gelangweilt, das hat niemand angesprochen. Und die Eva hat ja nur den Schnitt gemacht. Und, sehr wichtig, der Schnitt, glaube ich. Nur den Schnitt, ja, ich meine, der Schnitt ist das Entscheidende. Aber nachdem mein Co-Autor ziemlich früh ausgefallen ist, die Gründe will ich jetzt nicht nennen, hat dann die Eva gesagt, okay, also sie macht nicht nur den Schnitt, sondern sie macht mit Regie. Und wir haben den dann irgendwie zusammen entwickelt. Und irgendwann plötzlich haben wir gemerkt, die Leute langweilen sich nicht mehr und es, bleiben sozusagen dran. Und der Film beeindruckt sie oder fasziniert sie. Und das war irgendwie tatsächlich wie ein kleines Wunder. Ja, dann gebe ich mal kurz an Eva. Ja, was mir dazu einfällt, ist, dass wir hatten am Anfang uns versucht, das kontinuierlich zu erzählen und das hat nicht funktioniert. Und dann sind wir halt mit den Orten und mit der Zeit dauernd hin und her gesprungen und dachten, das geht eigentlich nicht. Aber inhaltlich ging es dann doch. Wir haben uns rein am Inhalt orientiert. Und weil am Anfang kommen ja die Frauen, sind die schon in Frankfurt und am Ende kommen sie eigentlich erst an. Also wir haben uns davon freigemacht von den Zeit und Ort und sind sowohl zwischen Israel, Frankfurt, all den Orten hin und her gesprungen. Ja. Und das hätte man wahrscheinlich auch ein bisschen anders machen können, wenn man, ja, wenn man das Material dazu gehabt hätte. Ja, das gut gelungen, ja. Genau, also es gibt eigentlich sonst historische Materialien gibt es sonst eigentlich gar nicht, außer diesem einen Foto ist auch nicht mittlerweile, manchmal taucht ja dann doch später nochmal was auf oder so, aber ist nicht. Okay. Hallo. Erkennst du mich? Nee, mit Maske kenne ich leider niemand. Ich bin Marlena aus der Vorlesung. Ah, hallo. Aber das tut jetzt ja nichts zur Sache. Doch, freut mich. ich wollte fragen, wie lange ihr für das Projekt eigentlich gebraucht habt, weil das schien mir nach echt viel Arbeit. Das stimmt, ja. Ja, außerdem auch nochmal wollte ich meine Wertschätzung ausdrücken, weil das ein sehr wichtiges Thema ist und auch mich nochmal erinnert hat daran, dass man das nicht vergessen darf, auch wenn ich das nicht erlebt habe. Ja. Ja, die Marlena ist an der Fachhochschule und hat auch gerade einen sehr schönen 20-Minuten-Film gemacht, den wir leider nicht hier zeigen können. Ja, das hat alles sehr lange gedauert. Und 3 Jahre. Und wenn es mir nachgegangen wäre, wahrscheinlich noch länger, würden wir heute noch dran sitzen. Und die Eva hat irgendwann gesagt, wir müssen mal das Ding irgendwie abschließen. Und die anderen Beteiligten, die wollten das auch relativ früh, weil das Geld war sowieso ziemlich schnell all. Und die haben dann gesagt, okay, kann man nichts machen, wir lassen den Film jetzt so und retten noch die paar Mark oder war das schon Euro, ich weiß gar nicht, und geben den jetzt ab. Und dann haben wir gesagt, nee, nur über unsere Leiche, der Film muss so, wir arbeiten so lange dran, bis wir das Gefühl haben, dass der halbwegs gelungen ist. Und mir ging es so, also, dass ich eigentlich immer, wenn wir die Interviews gehört haben und bearbeitet haben, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt erstmal eine Woche Urlaub oder so, bis ich weiterarbeiten kann. Und es ist der Eva zu verdanken, dass ich dann keinen Urlaub gemacht habe, sondern höchstens 3 Tage mal Luft geholt habe und wir dann weitergearbeitet haben.
Aber das ja, war schon ziemlich lange. Ja. Aber ich weiß nicht, ob jemand aufgefallen ist, die Musik, die wurde ein bisschen kritisiert. Und aber ohne die Musik wäre der Film, hätte der nicht diesen irgendwie diesen Zusammenhalt gehabt. Also die Musik war irgendwie nötig. Das Problem war, dass wir eine Musik benutzt haben für den Rohschnitt, die wunderbar gepasst hat. Und erst am Ende des Films haben wir geguckt, was ist denn das für eine Musik? Und da holen wir uns jetzt sozusagen die Rechte oder die Genehmigung und haben festgestellt, das war, wie hieß die? Die Eleni Karaindro. Und die hatte einen Oscar für Filmmusik. Und das war ein ganzes Orchester, das sie da hatte. Und das hätte nochmal ein Vermögen gekostet, die Musik zu benutzen. Und dann haben wir einen Frankfurter Musiker, der Ärmste, ich weiß nicht, ob er heute da ist, nee, der eigentlich seine eigene Musik macht, den haben wir dann gebeten, die Musik sozusagen nachzuempfinden. Und weil wir so auf die Musik fixiert waren, musste der dessen, der hatte eine Gitarre und ich glaube mit Playback hat er dann das mehrfach gespielt. Und die Musik haben wir jetzt benutzt, das ist natürlich schon ein Unterschied. Ja. Und einigen Kritikern ist es auch aufgefallen. Ja. Was ist Ihnen aufgefallen? Dass die Musik irgendwie nicht so der wahre Jakob war. Ja. Ist dir nicht aufgefallen? Ja, Gott sei Dank. Also ich habe eigentlich keine direkte Frage. Mein Name ist Sabine Hartmann. Ich hatte, bevor ich im Programm von dem Film gelesen habe, nie was gehört von dem Thema. Also obwohl ich auch seit über 20 Jahren in Frankfurt lebe, ne? Also ja räumlich sehr dicht eigentlich dran, aber nie was davon gehört. Und da denke ich, wenn ich den Film heute Abend gesehen habe, also das trotzdem immer noch versucht wird oder solche Dinge unter dem Deckel gehalten werden. Also was Sie auch gesagt hatten, dass der HR das da auf so einen späten Sendeplatz gibt oder all solche Dinge. Ne? Also und mir ist auch halt aufgefallen, ich glaube, dass ein Großteil, dass das Thema überhaupt so aufgekommen ist, ist der Jugend zu verdanken. Das waren ja zuerst diese drei Jungen oder auch die Schüler später, die dann was voranbringen. Und das war also wunderbar in dem Film, überhaupt auch zu sehen, also wie die Frauen jetzt waren nach dieser Zeit, also sie haben zwar lange Ressentiments gehabt gegen Deutschland oder hierher zu kommen, aber unglaublich toll, dass die ja gar nicht verbittert waren oder, also das war super toll. Und ich wollte auch noch sagen, ich fand das auch wichtig, dieses Statement, dass die Mutter gesagt hatte, sie hätte das nicht gekonnt. Ne? Also das war schon ein wichtiger Aspekt. Ja, also es war jetzt keine Frage, sondern wollte ich einfach nochmal anmerken. Ja, ich bitte doch darum, dass ihr was dazu sagt, müssen ja keine Fragen sein. Ich wollte eigentlich auch nur einen Kommentar geben. Ich fand die überzeugendste und wunderbarste Passage des Films ist, wo die Frauen, die es noch mal geschafft hatten, nach Mörfelden zu kommen, mit den Jugendlichen, mit den Schülern zusammen sind und wo man sieht, was da für ein fast inniges Verhältnis zwischen denen sich entwickelt hat. Das fand ich ganz großartig. Also der ganze Film ist toll, aber das war für mich das Stärkste. Und dann vielleicht noch eine kleine historische Bemerkung. Ich selbst habe diesen Lehrpfad mal ganz durch Zufall bei einer Fahrradtour, wo ich ganz allein da rumgegurkt bin,
mal entdeckt. Und ich muss sagen, dort auf den Schautafeln, zumindest zu der Zeit, wo ich es entdeckt habe, das war vielleicht 2018 oder so, da ist nicht von diesen drei jungen Männern die Rede, sondern da ist davon die Rede, dass eine Schulklasse, ich glaube in Berlin oder so ähnlich wie Sie es auch in dem Film dargestellt haben, dass die angesichts einer Karte der vielen Lager eben auch plötzlich den Namen Waldorf entdeckt hätten. Aber von diesen drei jungen Männern oder wie auch immer die heißen, da ist in dem Lehrpfad und in den Tafeln nicht die Rede. Vielleicht weil die Kommunisten waren, ich weiß es nicht genau. Ich habe mir vor ein paar Monaten tatsächlich auch diesen Lehrpfad angeschaut oder habe diesen Ort angeschaut, von dem ich auch kaum was wusste, in der Vorbereitung einer Ausstellung. Das ist ja eine Kooperation auch heute Abend mit dem Historischen Museum Frankfurt, das eben gerade diese Ausstellung zeigt, eine Stadt macht mit. Und dort gibt es auch eine Abteilung, die sich mit dem KZ-Außenlager Waldorf beschäftigt und auch die andere Hälfte ist das KZ-Außenlager Katzbach in den Adlerwerken in Frankfurt, was eine parallele Geschichte ist, dass es auch etwas ist, was in der Stadt existierte, aber es hat sich jahrzehntelang niemand daran erinnert. Auch die Stadt Frankfurt am Main hat sich ja selbst kaum darum gekümmert und erst durch ein Schülerprojekt auch in den Ende der 80er Jahre wurde überhaupt, ist erstmal das Augenmerk darauf gekommen, dass es dort ein Außenlager gab. Heute und jetzt, vor kurzem ist ja dort jetzt ein Erinnerungsort eröffnet worden mit Unterstützung der Stadt Frankfurt nach 30 Jahren, wo Leute an die Stadt rangearbeitet haben. In Mörfelden-Walldorf ist mir aufgefallen, als ich da eben im letzten Herbst war, dass dort nunmehr ein Glasgebäude errichtet worden ist auf dieser Lichtung, wo damals die Baracken standen, über dem Küchentrakt, wo man eben noch die Fundamente sieht. Und es ist ein großer Glas, nicht Kubus, sondern ein Dreieck, würde ich eher sagen. Und dort sind auch die Namen der 1700 Frauen, die dort Häftlinge waren, sind dort eingetragen. Also die Geschichte geht noch weiter. Also der Film endet 2003, ist er entstanden. Die Aufnahmen, die letzten sind von 2001 vermutlich. Aber die Geschichte ist weitergegangen und das finde ich gut. Also es hat eine Wirkung gehabt, die eben bis heute andauert. Und das finde ich gut, dass solche Filme beitragen, Ausstellungen, Filme, dass sie einfach solche Sachen nicht nur im Bewusstsein halten, sondern oder es bringen, sondern eben, dass es eine Geschichte gibt, die dann weitergeht. Ja, es gibt also allein die Frage der Entschädigung. Glaube ich, im Film jetzt kommt es überhaupt nicht vorher. Doch, die Frau Horvath, wir haben das nicht mehr im Film drin. Die Frau Horvath hat nach Jahrzehnten eine Entschädigung bekommen. Und ich bin nicht ganz sicher. Also ich meine, dass ihr Sohn, also dass es nach ihrem Tod war und der Sohn das Geld hatte. Und es kann aber auch sein, dass sie noch gelebt hat, kurz vor ihrem Tod. Und die hat dann gesagt, also sie will das Geld nicht haben. Und hat dann das der Stadt Mörfelden-Walldorf gegeben, diesem Heimatmuseum. Und die haben mit dem Geld als Grundlage die Margaret Horvath Stiftung gegründet. Und diese Stiftung, die lädt jedes Jahr, glaube ich, lädt die Jugendliche ein aus aller Welt zu einem Summercamp, also dort an der Stelle, da, wo jetzt auch dieser Glasbau ist und so. Und die arbeiten da eben, diskutieren und arbeiten dran. Das sind jetzt auch öfters Enkelkinder von den Frauen aus dem Lager mit dabei gewesen. Also es geht immer weiter, ja. Und also ich könnte jetzt nicht sagen genau was, aber es gibt bestimmt 12 Themen, wo man inzwischen neue Dokumentarfilme hätte machen können. Also einmal die Frage der Entschädigung,
die zum Beispiel in Israel, die zwei Frauen, die eine hat sofort nach dem Krieg ihre Entschädigung bekommen, sagt, es war furchtbar wenig, aber sie war irgendwie, hat es als Anerkennung gesehen. Und ihre Schwester, die unter denselben Bedingungen in den Lagern war, die hat 50 Jahre danach immer noch auf ihre Entschädigung gewartet und kriegt jedes Jahr einen Brief aus Deutschland, dass irgendwelche Formalien bei der Antragstellung nicht korrekt waren und so. Ja. Und das erlebt man überall. Ja. Also. Nee, es gibt an dem Thema, könnte man wirklich noch jahrelang weiterarbeiten und Dokumentarfilme machen. Ja. Aber zu den Schülerinnen nochmal. Ich glaube, was entscheidend war, ist, dass die Erwachsenen in Mörfelden-Walldorf und auch sonst wo immer dieses Schuldgefühl hatten. Die haben gesagt, wir sind so schuldig. Damals, ich weiß noch, nach dem Krieg haben sich die Leute nicht mal getraut, Jude zu sagen, weil sie gedacht haben, das ist schon irgendwie, also hatten sie das Schuldgefühl, wenn sie Jude sagen, dass das schon antisemitisch ist oder irgendwas. Ja. Und die Jugendlichen, die hatten diese Skrupel überhaupt nicht. Ja. Die haben kein Schuldgefühl empfunden, sondern die waren interessiert und wollten wissen, was da los ist. Ja. Und sind deswegen ganz anders, also den Frauen begegnet. Ja. Und das ist so ein entscheidender Unterschied gewesen. Man merkt es ja dem Bürgermeister auch an, wie der da rum, also was das für ihn so auch für eine Entwicklung war, ja. Dass die Frauen, also der dachte ja, ich werde bestraft oder sowas, oder die spucken mich an oder sonst irgendwas. Das hat ja auch gezeigt, was er für ein Schuldgefühl hat, ja. Und er war völlig baff, dass die Frauen dann sich bedanken auch noch bei ihm, ja. Ihm um den Hals fallen, ja. Ja, also dazu wollte ich auch noch einen kurzen Kommentar geben. Ich fand es echt verblüffend, dass die Frauen sich sogar bedankt haben und so offen waren. Und ich habe gar nicht mit so einer versöhnlichen Stimmung gerechnet. Und das hat mich irgendwie voll berührt auch. Ja, und irgendwie, also toll, der Film hat auch so viel Menschlichkeit transportiert. Ja, das hat mich bewegt. Ich denke, also, ja. Ein Gedanken, den ich jetzt gerade auch so hatte in der Diskussion, ist eigentlich, dass man gar keine Täter sieht. Wir waren auch sehr zufällig an diesem Ort und sehr berührt, wie wir das gesehen haben. Und den Film fand ich jetzt auch nochmal erhellend, auch gut, dass man ihn hier sehen kann. Aber jetzt so in dem Gespräch finde ich schon interessant, dass man da gar keine Täter in diesem Film sieht. Okay, es geht um die Opfer, es geht um, dass man da Licht ins Dunkel bringt, was war da überhaupt? Aber eigentlich wie von Tabula Rasa, wer hat das denn überhaupt gemacht? Also Züblin als Anonymous, ja, die sagen, wir machen, das war nicht unser Thema. Aber es waren ja auch deutsche Männer, Frauen. Gibt es da irgendeine Aufbereitung dazu? Weil ich meine, es ist ja gut, die Opfer sichtbar zu machen und das Thema visibel zu halten und da auch in der Öffentlichkeit, weil man sieht ja gerade, was jetzt in der Welt passiert, ja, und überhaupt. Was dort auch für Beschädigungen vor Ort passieren von Leuten, die das zerstören wollen. Ja? Da habe ich mir die Frage gestellt, gibt es da auch eine Aufarbeitung der Täter? Gibt es da was dazu? Weil an dem Ort selber gibt es da auch nichts, außer dass da halt was war. Wer war das denn dann? Zum Beispiel einer der Dokumentarfilme, den man noch machen müsste. Ja, ich wollte dazu auch ganz kurz, Entschuldigung. Ganz kurz fragen, es gibt ja diese eine Stimme dieser Malerin, der man ansieht, dass sie sich eigentlich ja quält mit dem Kommentar, das haben wir nicht gewusst.
Und das hätte mich jetzt auch, oder interessiert mich auch, die Frage, wie es in diesem Mörfelden, ihr habt ja in dem Film, sind ja wunderbare Einstellungen, diese Häuserreihen, also dieses typisch südhessische Behaglichkeit. Also was gab es oder gab es Reaktionen außer jetzt in der Gemeinde und von den Schülerinnen und Schülern? Ja, ich wollte eigentlich erst noch mal was dazu sagen, zu der Tatsache von den Tätern, also jetzt was die Täter angeht, in der Ausstellung im Historischen Museum, da wird das ein bisschen aufgearbeitet. Da ist zum Beispiel dieser SS-Mann, der die Frauen beaufsichtigt hat und geschlagen hat, der ist dort zu sehen, als Bild und auch mit Text und auch noch ein bisschen mehr dazu. Also da kann man, die Ausstellung ist überhaupt sehr sehenswert, also da gibt es viel zu entdecken. Ja, ja, jetzt habe ich eben nicht ganz zugehört mit dem. Zu der Frau, wie heißt die, heißt auch noch Hase. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Wolltest du zu der noch was sagen? Also ich weiß nicht von anderen Stimmen aus dem Dorf, die also gesagt haben, dass sie nichts gesehen haben. Ja, da war dieser eine Mann, wo wir gedacht haben, der wäre verrückt. Der war aber der FDP-Abgeordnete im Stadtparlament. Und den wollten wir nicht, weil der war wie eine Karikatur. Und diese Frau Hase, da war meine Schwester, irgendwie, die war Lehrerin. Und eine Kollegin von ihr wohnt in Waldorf-Mörfelden und die war die Nachbarin von der Frau Hase. Und die hat sich bei ihr beschwert, dass es typisch wäre wieder, dass die ganzen Linken ständig zu Wort kämen und vor allem diese schreckliche Frau Rühlich, die Kinder da verführen würde. Und auf sie würde natürlich, also sie wollte niemand hören. Das sei wieder ganz typisch. Und als wir davon gehört haben, standen wir am nächsten Morgen vor der Tür, haben geschellt und haben gesagt, wir haben gehört, sie wollen gerne dazu was sagen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich doch nicht. Nein, auf keinen Fall, ich sage kein Wort. Und dann haben wir uns langsam dann vorgearbeitet in ihre Wohnzimmer, wo diese ganzen Bilder hingen. Und dann habe ich gesagt, vielleicht wollen Sie einfach was zu den Bildern sagen. Und dann fingen sie an, eben, dass das noch das schöne alte Mörfelden und so. Und ich habe, wenn ich nachgefragt hätte irgendwie, dann wäre das sofort wieder vorbei gewesen. Ja. Aber ich finde, sie hat sich eigentlich ganz gut selbst geäußert. So diese Bemerkung, damit war das erledigt und das war ja auch nicht interessant und so. Also ich glaube schon, dass sie stellvertretend war für alle die Leute da. Auch dass sie sagt, ich kenne niemanden, der davon gewusst hat. Das ist so diese Gemeinschaft, dass da niemand irgendwie ausbrechen darf. Ja. Alle haben nichts gewusst. Insofern denke ich, also ja, ist die einzige Frau da drin, aber ist eine gute Vertreterin. Ja, wobei wir wissen, dass die Frau heute darunter leidet, dass sie als einzige in dem Film diesen Part übernimmt. Ne? Das ist auch Pech gehabt, ja. Ja. Wir haben den Film mal in Höchst gezeigt und dann habe ich die Geschichte von dem FDP-Mann erzählt, dass wir gedacht haben, es ist ein Verrückter. Und da stand dann der Herr Pürsün auf. Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört, der ist jetzt, glaube ich, der Fraktionsvorsitzende der FDP und sagt, ich bin auch FDP, aber nicht verrückt. Und der ist irgendwie ein ganz hohes Tier bei der Lufthansa. Und der hat sich von diesem Moment an, hat er sich unheimlich eingesetzt, hat die Flüge der Frauen, also dafür gesorgt, dass die Flüge der Frauen aus Israel bezahlt wurden. Und mit dem waren wir noch lange in Kontakt. Und der hat auch noch ein anderes Thema vorgeschlagen für einen Film, nämlich wie ein türkischer Konsul in Marseille viele Juden gerettet hat, indem er denen falsche Pässe ausgestellt hat. Also Herr Pürsün kommt auch ursprünglich aus der Türkei. Also es war ein sehr schönes Erlebnis, ja. Ich wollte nur mal eine kurze Anmerkung machen. Da stellt sich auch die Frage, wenn man an diesem Ort ist,
Und die Frage, ich habe nichts gesehen, da gab es schon Menschen, die was gesehen haben. Da wird ja auch beschrieben, was passiert denn, wenn Bevölkerung, also Arbeitende, es gab ja auch normale Arbeitende an dieser Rollbahn, also die ja auch bezahlt wurden und nicht Zwangsarbeiter waren, wenn die versucht hätten oder versucht haben, den Frauen zu helfen, weil die haben die ja gesehen, dann sind sie halt erschossen worden oder wurden halt auch inhaftiert oder es gibt da so eine, auf diesem Pfad gibt es so eine Beschreibung von, wie ist es denn, wenn da Menschen vorbeigekommen sind und die Frauen gesehen haben. Also stellt sich ja immer auch die Frage, was hätte ich denn selber gemacht in so einer Situation? Also ich meine, es ist immer leicht zu sagen, damals hätten die ja alle aufstehen können und dann mal die Stimme erheben und sich einsetzen, wie heute ja auch. Aber wenn man sich da mal versetzt, in wie die Situation da war, war dann Zivilcourage vielleicht auch eher, ich schütze meine eigene Familie. Jetzt mal in diese Richtung besprochen. Also nur so als Gedanke, weil es ja nicht so eindimensional das Thema. Also wenn man die Opfer betrachtet, denen man jetzt einen Film, der Film gewidmet ist, aber auch der Situation dieses Ortes und wenn man sich Frankfurt als Gesamtes anschaut in der Zeit, IG Farben, sag ich mal, ist ja ein anderes Beispiel, Adlerwerke etc. Und diese Karte, die da gezeigt wird, da gibt es ja ganz viele solcher Orte und wir haben jetzt einen quasi für alle anderen, sehr erschreckend, wie viel es gab, also davon abgesehen, muss ich einfach sagen, ja. Nur so als Anmerkung nochmal. Es sind nur halt 1700 Frauen, sind ja nicht so leicht zu übersehen. Ja. Und die sind auch oft durch den Ort getrieben worden, weil die irgendwo dann auch auf dem Bauernhof oder so zum Teil gearbeitet haben. Also ich meine, zu sagen, man hat nichts gesehen, man wusste nichts, ja, das ist ein bisschen absurd, weil bei 1700 Frauen ist das eigentlich schwer möglich. Ja. Irgendwie in dieser Zeit fühlt es sich auch wieder aktuell an, mit diesem Krieg in Ukraine, obwohl es eigentlich da total nichts mit zu tun hat. Sie haben auch gesagt, sie haben noch ganz viel Material rausgenommen. Heutzutage gibt es Netflix und Amazon und Co., wo man auch so mehr Teilen meistens in Dokumentären sehen kann oder die auch Dokumentären sponsern. Ich finde oft nicht von allzu bester Qualität. Vielleicht mit Material, was es noch extra gibt, was sie übrig haben. Vermischt mit, gibt es genügend neue Ideen? Noch ein Teil 2 oder ein Extended Version? Ja, das Problem ist halt wirklich immer das Geld. Also wir haben diese Interviews, die wir in Israel gemacht haben mit den Frauen, ja. Das wäre ganz wichtig, die zu erhalten, aber allein das jetzt irgendwie zu erhalten oder auf irgendein anderes Material zu überspielen, so, das kostet alles unheimlich viel Geld. Ja. Und dieser Film hier auch, da ist kein Pfennig übrig geblieben. Ja. Und ich merke das immer wieder so, die sehr guten Dokumentarfilme, wenn man mal guckt, so in der Geschichte, auch nach dem Krieg, die guten Dokumentarfilme, es waren oft junge Leute, wo die Eltern den finanziert haben. Ja. Der erste Film, also wo es nicht drauf ankam, Geld zu verdienen, die waren dann immer sehr gut und später waren die dann nicht mehr so gut, als sie halt ihren Unterhalt davon auch bestreiten mussten. Ja. Und gut, bei so einem Film wie dem hier war uns klar, das ist kein Film, wo man irgendwas verdient. Ja, und, aber bei anderen versucht man ja auch immer davon, die Leute fragen immer, kann man davon leben? Und dann habe ich immer gesagt, kann man nicht, aber wir leben alle noch. Und das ist, bei diesem ganzen Material, was es da gibt, das wäre wirklich sehr gut, das zu archivieren und auch irgendwie sichtbar zu machen oder am besten natürlich andere, weitere Dokumentarfilme zu machen. Aber das kostet unheimlich viel Geld. Früher hat das Fernsehen sowas bezahlt, machen die schon lange nicht mehr. Die warten bis kulturelle Filmförderung das bezahlt und hängen sich dann billig hinten dran. Ja. Also die bezahlen dann ganz wenig noch und senden das dann. Und die Filmförderung ist
Deswegen mache ich seit, ich glaube, dem letzten Dokumentarfilm, den wir gemacht haben über einen amerikanischen schwarzen Deserteur und den Rassismus in der amerikanischen Armee im Zweiten Weltkrieg. Das ist, glaube ich, jetzt auch schon wieder 7 Jahre her und ich erhole mich immer noch, bevor ich mich daran traue, Filmförderung zu beantragen. Also die ersten 14 Seiten Antrag, die dann vielleicht sogar genehmigt werden, aber erst wenn man noch bei 4 weiteren Filmförderungen auch Anträge gestellt hat und die genehmigt werden. Das ist eine jahrelange Arbeit, bevor man überhaupt anfangen kann, einen Film zu machen. Meistens ist man dann schon irgendwie fertig, bevor man anfängt, ja. Crowdfunding, ja klar. Ja, so wie die Schülerinnen da in Ungarn, die gesammelt haben, ja. Das können wir hier auch mal probieren, ja. Aber ja. Sie haben gesagt, dass Sie den Film in Höchst gezeigt haben. Hat das in Höchst irgendwas ausgelöst von IG Farben oder von anderen Firmen, die Zwangsarbeiterinnen hatten? Haben Sie damit was ausgelöst oder gibt es ein Netzwerk von Filmemachern und von Filmen, die das Thema bearbeiten und der Sache nachgegangen sind? Oder ist es tatsächlich der einzige Film, der in dem Bereich das aufarbeitet? Nee, das ist sicher nicht der einzige Film. Es gibt sicher sehr, sehr viele Filme. Aber Höchst, nee, ich glaube, da gab es Höchst schon gar nicht mehr, die Farbwerke Höchst. Also das hat da mit Sicherheit nichts ausgelöst, ne. Also wir zeigen übernächsten Monat im Juni nochmal einen Film von Heiko Arendt, von dem haben wir schon vor 2 Monaten einen Film gezeigt, der sich jetzt auch mit Katzberg, mit dem beschäftigt. Also der ist noch gerade im Endschnitt sozusagen und wir werden dann hier die Premiere auch im Rahmen wieder der Ausstellung und der Kooperation mit dem Historischen Museum hier zeigen. Also der Termin steht noch nicht ganz, aber er wird dann bei uns im Juni-Programmheft irgendwie veröffentlicht. Ich weiß auch nicht, ob dir hier jemand von der aus Mörfelden der Stadt ist, weil genauso wie die Dame da, ich bin dann wohne dann 10 Jahren in Frankfurt und komme auch viel ins Wald, aber es ist wirklich sehr schwierig zu finden, he? So da steht das Schild, was da dann hinweist, da muss man muss auch wirklich wissen, dass es da ist und ich finde auch eigentlich, dass ja, vielleicht kann man auch was mehr tun, um das doch zu promoten, weil es ist wirklich sehr bewegend, wenn man da einmal ist. Es ist sehr schön, die Tafeln. Vielleicht kann man da auch melden, dass es einen Film gibt, dass man die anschauen kann. Ich finde, es passt wirklich bei der Stadt Frankfurt, um da nicht einmalig was mehr zu tun, aber das wirklich ständig verfügbar für die Menschen zu halten. Es sind ja große Mengen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen da bei dem World Trade Center umgekommen sind. Aber da gibt es ungefähr ein Fußballfeld an Monument. Und hier muss man wirklich auf ein Industrieterrain. Es steht ein kleines Schild mit dem Monument vor ja, fast 1900 Frauen. Da darf schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit vor sein. Persönlich finde ich das. Ja, normalerweise laden wir zu solchen Veranstaltungen jemand von Mörfelden-Walldorf auch ein, die Cornelia Rühlich oder ihre Nachfolgerin, die Claudia Battistella. Aber bei unserer letzten Vorführung hier über den Jean-Claude Diallo wurde hinterher bemängelt, dass es immer nur um die Fragen geht, die im Film angesprochen werden. Und wir sind doch hier in einem Kino und dann müsste man doch eigentlich über Fragen des Filmemachens reden mehr. Und es leuchtet ja auch ein, ja. Also es ist ja auch eine Frage, wie stellt man sowas dar, ja. Und was sind die Probleme? Also deswegen haben wir diesmal auch verzichtet darauf, jemand aus Mörfelden-Walldorf hierher zu kommen zu lassen. Aber im
Ich glaube, im Juli läuft das nochmal, läuft der Film nochmal im DGB-Haus. Hinter dem DGB-Haus so eine Freilichtaufführung, ist eine Reihe antifaschistischer Filme. Und da werden die Leute aus Mörfelden-Walldorf auch wiederkommen. Aber der Besuch dort ist, also es sind sehr viele Leute, die da hinkommen und auch immer den Film danach verlangen. Wir haben auch ein paar DVDs dabei. Also ihr müsst jetzt nicht spenden für den nächsten Dokumentarfilm, aber ihr könnt eine DVD kaufen, wenn ihr Lust habt. Die haben wir draußen liegen. Gut, ich glaube, ja. Ihr seid ja noch einen Moment draußen, wenn es dann noch Fragen gibt. Und dann danke ich fürs Kommen, euch und auch dem Publikum. Und schönen Abend. Ja. Ja, und dir nochmal vielen Dank, dass du den hier reingenommen hast. Es war auch gut, dass die Eva-Maria Magel, wollte ich mich auch noch bedanken, bei der FAZ, die heute ein Interview gebracht hat, was auch nochmal, habe sogar ausnahmsweise mal die FAZ gekauft, aus diesem Anlass, weil ich wusste, sie hat da was drin. Also ich finde es immer gut, dass viele Leute sich auch dafür einsetzen, dass das weiterläuft und weiter verbreitet wird. Ja, genau.